So, für die Jungs nebenbei bin ich auch schon dabei, Minibikes zu bauen. Wir haben eigentlich fast alles zusammen. Wir haben uns gedacht, die Horde steht bald vor der Tür. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal da drauf. Haben hier noch ein bisschen was gebaut. Das kann ich mal hier zeigen am Notausgang. Hier ist ja unser Notausgang. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Das ist kein Notausgang, das ist ein Garageneingang. Ja, kann man auch so sehen. Sekunde. Ich werde noch die Garage zeigen. Ach, warte mal, ich habe doch einen Mining-Helm. Dann mache ich das mal so, damit ich was sehe. Hier. Okay, gut. Also, ich und Notausgänge, das dauert dann halt auch, bis ich den Weg finde. Opa. Im Notfall ziemlich schlecht. Ich würde sagen, ihr geht vor und ich dann hinterher. Das ist aber auch. Also, ich will ja jetzt nicht nörgeln, aber das ist ja komisch gebaut hier. Wer war denn das? Wer hat das gebaut? Wer war es? So, ich mach mal die noch an. Halt, so. Wie viel Komme ich denn Holz habt ihr jetzt denn hier jetzt? rüber? Also ich habe 5000 wieder zusammen. Ey, Irgendwas kauft schon euch ins was? Haus gebracht? Und Ah ja. Spike. Ne, ins Haus gebracht habe ich noch nicht, ich bin noch draußen. Okay. Ich habe jetzt Holz einstecken. Was ich noch hatte, ich habe ja auch ein bisschen was gesammelt. So, guckt mal, das ist hier unser Notausgang und Garageneingang zugleich. Ich zeige euch gleich die Garage, aber ich muss hier rausfahren, wenn man kommt nämlich nur auf dem Moped rein und raus oder durchs Haus. Deswegen fahre ich Nee, jetzt erstmal hier. du kommst auch so raus. Ich hab da noch ein Hast du einen Gleich. Eingang gebaut? Ja, übers Dach. Ah, okay, gut. Also raus, aber nicht rein, ne? Na doch, kann Nee, man rein natürlich mit kommst du nicht Frames. mehr. Gut, über den Ja, Frames könnte man gut, sich hochbauen, ja. aber. Kommst du da noch rein, also. Also, ich zeig's euch mal hier. Das ist ja einmal unsere Garage mit Fluchtweg. Ja, dass wir im Notfall hauen wir ab, steigen auf die Bikes und verschwinden. Also, beziehungsweise ich steige auf ein Bike. Was die machen, ist mir egal. So, hier gibt's noch den Garten. Okay, und jetzt besorge ich Sachen für Munition herstellen. Wir brauchen nämlich, was brauchten wir? Hier Nitratpulver, ne? Genau. Ja. Und dafür soll ich nämlich jetzt Schnee besorgen. Der Kampfwolf hat mir mal gezeigt, wo er mal bei Schnee vorbeigelaufen ist, als er damals zu Beginn dazugekommen ist. Hat er so ein Stück Schneebiom aufgedeckt und da fahre ich jetzt mal hin. Uba. Loch, wer macht denn hier ein Loch hin, wenn ich hier lang fahre? Dann geht's mal hier lang und hier lang. Knatter, knatter. Da-da-da. Hab mich jetzt hier hochgebrettert? Ich habe keinen Treibstoff mitgenommen. Fällt mir gerade ein. Schlechte Idee. Ja. Ich habe 52%, das sollte ja für Hin- und Rückweg reichen. Hoffe ich einfach mal. Für hin auf jeden Fall. Ich war letztens mit genauso viel Prozenten viel, viel, viel weiter. Also von daher müsste das reichen. So, ich halte mal kurz hier. Du kannst auch ruhig die 21 Tag 21 da draußen Nein, verbringen. vergessen. Eine klar, euch würde es gefallen. Das sieht bestimmt interessant aus, aber für mich ist das nicht so toll. Hier sicher zu Hause sitzen und so? Nee, 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 nee. Ja, wir trinken gemütlich Kaffee und du Ja. klopfst die Zombie-Horde kaputt. Ich wage die Behauptung, in einem Erdloch ist es sicherer als hier im Haus. Ja, so sehe ich das auch. Siehst du, ich bleib hier draußen. So, ich nehme auch hier die Reifen mit, wenn ich einmal hier bin. Vielleicht kriegt man noch bessere. Die Qualität ist, haben wir welche? Oh, blaue, 404, ne? Das hat sich doch gelohnt. So, wo ist die Markierung? Wo muss ich hin? Ich muss. Kampfwolf hat gesagt, ist gleich um die Ecke, da kannst du hinlaufen. Guck mal, wo ich hinlaufen sollte. Drückt. Sind doch nur, was war denn Oh, Zombie, Zombie. das? Sind doch nur 2,1 Kilometer. Naja. Querfeldein, oder? 2, 1,2 oder 2,1. Nicht an Luftlinie. Ah, leider nicht. Ah, hier vorne ist noch eins. Achso, ich dachte jetzt schon. So, da muss ich mal ganz kurz hier. Ich muss mir mal eine Markierung machen, weil sonst suche ich jedes Mal. Aber wir haben mittlerweile schon mehr so markiert, deswegen mache ich das jetzt mal so.
Und da lang. E-Bike, los geht's! Oh, ist das herrlich, Leute. Das ist so herrlich. Nicht mehr lang laufen, sondern hier einmal querfeld ein. Kann's jedem nur empfehlen, schnappt euch ein Minibike. wir müssen nur noch für Sprit sorgen nebenbei. Ja. Dann fahren wir in die Wüste. In der Wüste fahren wir dann und dann. Ja, in die Wüste runtergraben, dann finde ich die Öl und dann hast du Sprit ohne Ende. Echt? Findest du das Öl so einfach oder musst du da. Genauso einfach wie Eisen und alles andere. Das ist ja der Haken. Irgendeinen Haken braucht das hier. Ja, eben. Und ohne Ganz Haken geht nicht. Hast du mir hier so eine Hoffnung und umsonst hier? Kann ich mal. So, kann ich hier lang fahren? Ich hoffe doch. Hier ist eine Hütte, dann fahren wir mal hier lang. Ich weiß nicht, wo ich lang brettere. Ich fahre einfach mal hier. Ich hoffe immer nur, dass ich nicht in eine Höhle reinfalle. Wäre auch nicht schlecht, dann hättest du auch die Probleme gelöst. okay, hier kann ich runterfahren. Jo, das ist kein Problem, da kann ich langfahren. Dann fahren wir hier lang. Über. So. Hier durch. Der hat schon wieder die Kiste abgeschlossen. Ich glaube, ich habe Skillpunkte bekommen. Zufällig die linke unter der rechten, über der rechten Fort. Richtig. Ich nicht. Die ging bei mir nämlich eben auch nicht auf. Ja, ein muss es ja gemacht haben von euch. Ja, ich weiß, wer es war. Ich weiß nicht. kann ich das jetzt? Ach, guck mal, ja, kann ich kaufen. Sehr schön. Ich habe jetzt auch die Rotflintenmunition. Okay. Ja, wunderbar. Hier lang, jo, hier lang und hier lang. Und das war nicht nur ein Fleckchen Schneebiom, ne? Das war bestimmt hier was Großes, oder? Nee, das ist nur ein Fleck. Oh, ich hab hier hier so ein Zeltlager, so ein militärisches Zeltlager gefunden. Nett. Okay. Da werde ich jetzt nicht in Fahrt, weil bei meinem Glück erwische ich die größte Mine, die es überhaupt gibt. Ach, da gibt's zig Minen bei den Militärlagern. Da gibt's nicht nur eine. Boomer, ich hab Holz und Spikes unten in die Kiste gelegt. Okay, gut. Danke. Boah, dass man mit dem Minibike das hier so hochbrettern kann, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es geht. So, Vorsicht. Oh, langsam, langsam, runterfahren, langsam. Schön mit der Ruhe hier. So. Ah, ich habe 47%, also noch genug. Sprit dabei. Jetzt kommt das Schneebiom. So, und nach was soll ich jetzt Ausschau halten? Na, nach dem, was du suchst. Was suche ich denn? Stalaktiten und Stalagmitten. Ah, toll, ich habe mich nicht mal warm angezogen, ey. Ich fahre hier rum ohne Klamotten. Im T-Shirt ins Schneebiom. Ja, nicht mal T-Shirt habe ich an. Nackt, okay. Ja, oh Mann, manchmal bin ich aber auch intelligent. Ja. Das so, ist definitiv. Kurz hier an. Schwierig. Okay, vielleicht finde ich ja irgendwo Klamotten. Eben. Hier gibt es schon mal ein Mützchen, das will ich mir mal aufsetzen. Sicher ist sicher. Ist ja quasi alles da, muss nur aufheben. So, dann fahre ich mal hier entlang. Aber nach was muss ich ihn gucken, um das zu finden? Ja, das sind diese Hügel. Ach, diese, ja. Diese Ressourcenhügel. Ja, okay. Siehste, da hast du mir doch schon eine Orientierungshilfe gegeben. Ist doch schon mal top. Muss ich sie nur noch finden, wenn es mehr nicht ist. Das ist ein anderes Problem. Wie viele Spikes hast du jetzt gemacht für den Kleinen? Ja. Bisher 50. Oh, dann mache ich auch noch 50. Ja, 5000 Holz habe ich unten in die Kiste gelegt. Ich hätte die anderen ich auch noch machen können. Okay, ich habe jetzt auch noch 5000, dann haben wir 100 und dann haben wir noch ein paar tausend Holz über. Das ist doch mal nicht schlecht. Ach, die waren überhaupt nicht. Ne, ich alles quasi schon verplant. Wo hast du das Holz hingelegt? Ganz links. Ah. Mach dich mal hier weg. Dann hätten wir jetzt 6780 Holz. Das ist doch okay. Nebenbei, ich habe meine 100 Spikes bald fertig. Ja, dann passt's ja, das ist okay.
Ja, eben. Heute ist das kleinste Dann Problem. könnten wir jetzt so langsam aber sicher durchgraben, ne? Ja, dann machen wir. Jo. Was? Nö, 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 nö. Wartet, bis ich zu Hause bin. Na, hallo? Ich Es hab ist doch schon. bestimmt noch andere Sachen. Ihr könnt doch schon mal die Spikes setzen und Co. Na, ich weiß ja nicht genau, wo wir rauskommen. Das ist ja das Problem. Ja, das ist schlecht. Bis du von deinem Skiurlaub wiedergekommen bist, Weil es ist ja schon ey. 10:20 Uhr, ne? Also noch zu lange warten sollten wir nicht. Wir haben doch noch einen ganzen Tag Zeit. Ja, trotzdem. Du brauchst dann Ja, bis absolut. 15, 16 zum Graben, bis es fertig ist, dann noch die ganzen anderen Sachen reinklatschen. Das dauert Du schon noch ein Weilchen. gräbst dich doch von unten durch, oder? Ja, klar. Ja, dann kannst du ja zumindest schon mal anfangen. Naja, eben, fang an durchzugraben. Genau. Ich habe einen Mantel gefunden, einen lilanen, also alles gut. Wow, Dürfte jetzt nicht ist mal mehr Glück. frieren. Ja. Lila Ist und alles so. klar, man muss es nur aufheben. Hier noch irgendwo ein bisschen was. Ha, hier ist noch was. So. Boah, sehe ich nicht scharf aus mit den Klamotten, aber. Machen wir mal ein bisschen noch hiervon mitnehmen. Wir brauchen aber ein bisschen was, ne? Wäre nicht schlecht. Ja, ein paar hundert oder tausend wäre nicht schlecht. Na klar, wo soll ich denn das hernehmen? Ach, Ja. 1000. Grab doch mal eben die Mine. Ja, klar. Dann bleibe ich aber hier, das wisst ihr. Ja, mach mal. Mal Nicht gucken, wie zurück. lange du freiwillig bleibst. Mit meinem Minibike die ganze Zeit, ich fahre einfach die ganze Nacht durch die Gegend. So. Falls du noch eine Tankstelle findest, die offen ist, ne? Oh, komm mal her. Komm, fall um. Hey, ich hab mich doch gerade angeschossen. Jawohl. Bin okay, das ist schlecht. Das ist jetzt ein Rock? Ernsthaft jetzt? Denke mal an die Frauenquote, die wollen auch was zum Anziehen. Okay. Aber ich habe keine Klamotten an und dann finde ich sowas. Ah, nee, ernsthaft. Na, besser ein Rock als gar nichts. So, gibt es denn hier noch irgendwo hier vielleicht? Ja. Sehr schön. Okay. Habe ich hier noch ein bisschen was? Naja, ein bisschen was werde ich Die finden. Kartoffeln sind auch schon wieder fertig. Wundervoll. Wunderprächtig. Da gibt es wenigstens fein zu essen. Das ist Schnee. Wenn du Fleisch mitbringst. Was? Haben wir nichts mehr da? Ich war doch jagen. Da sitzt so ein Gefräßiger im Keller. So, gibt's tatsächlich was, aber ich will jetzt echt nicht noch nebenbei jagen. Ich will ja eigentlich so viel wie möglich sammeln, dass wir Munition haben. Komm. Och, Junge. 60 Kartoffeln reichen doch für den Anfang, oder? Was reicht für den Anfang? 60 Kartoffeln. Joa, nehme ich. So, was ist denn das hier? Rucksack, Tasche, irgend sowas? Gucken wir mal rein. Geld, wer will denn jetzt Geld haben? Jemand, der was zu essen kaufen will. Habe jetzt keine Zeit für Essen kaufen. Oh, wo ist denn hier? Hier ist noch was. Na, nehmen wir das noch mit. So, ein bisschen hiervon. Naja, immerhin kriege ich ein bisschen was raus. Das ist schon mal nicht schlecht. So, und du sagst, in der Chemiestation kann man dann mehr rausholen, wenn man das da macht. Ja, da geht's 1 zu 1. Ansonsten Okay. sind das, glaube ich, 2 zu 1 oder sowas. Oh, passt. Also auch nur Schnee, ja. Cool, dann mal weiter zoomen. Hier ist auch noch was. Ah, oh, sehr schön. Ja, wenigstens alles direkt vor der Nase hier. Muss man Wenn gar du es nicht. halt in der Chemiestation machst,
blockierst auch nicht deine eigenen Bauplätze. So. So. Allerdings, wenn du nicht dabei zuguckst, hast du auch keine Skillpunkte dafür. Also, kannst du quasi aussuchen, was dir lieber ist. Zugucken und nichts machen ist auch angenehm. Ja, aber wenn du die Skillpunkte verlierst, kann das unter Umständen auch doof sein. Stopp, Junge. Okay, gut. Dann klappe ich mal weiter. Und wie viel habe ich jetzt? Oh, 651, das geht schneller als gedacht. Naja, wenn du ordentlich einen Haufen gefunden hast, geht das ratzfatz. So, gibt's noch irgendwo was in der Nähe? Ich nehme mein Moped lieber wieder mit, weil das vergesse ich oder verliere ich hier irgendwo. Wolltest du zu Fuß laufen? Ich finde das nie wieder, wenn ich das jetzt irgendwo hinstelle, dann. Wieso? Musst du nur markieren. Ach, selbst mit Markierung laufe ich doch an allem vorbei. So, dann machen wir hier. Zack. Nö, hier war ich auch eigentlich schon. Da war wirklich nur ein kleines Stück, oder? Geht ja, das ja, das war nur ein kleiner Schneefleck. Das okay. War nicht groß, das Biom. Oder der Biomabschnitt, aber. Ich meine, ich nehme es immerhin, ne? Also. Ja, eben. Besser als gar keins. Ja, ich fahre mal jetzt noch hier rüber. Könnte ja auch noch ein bisschen was zu sein. Oh! Hier nicht durch die Gegend springen. Ich meine, du hast das Moped, du kannst ja mal schnell ein neues suchen. Ach Gott, das ist ja Mini-Fleck. Gibt es hier noch ein bisschen was? Natürlich nicht. Ich guck gerade, ob ich noch irgendwas ausspähen kann, aber leider nichts in der Nähe zu sehen. Da drüben, oder? Andere Richtung. Sind noch ein paar Flecken Schnee. Ich glaube, ich sehe noch wo was, aber das ist dann auch noch mal ein Stück entfernt. Ich fahr da mal hin. So, dann hier lang. Muss noch ein bisschen auf meinen Sprit achten. Wow. So, das heißt hier hoch. Und dann mal da lang fahren. Habt ihr noch ein zweites Schneefleckchen markiert? Jo, ich guck gleich. Vermute mal, das ist dasselbe, wo ich gerade hinfahre. Nee, das ist hinter dir. Okay. Gucken wir mal hier. Gut, nix in der Nähe. Dann Minibike mitnehmen. Nicht stehen lassen. Uma, buddelst du schon? Ja. Und? Wie sieht's aus? Geht. Okay. So, ach guck mal, hier vorne ist noch ein bisschen was. Nehmen wir das noch mit. Zack, zack. Hab hier so ein paar nette Clipping-Fehler bei den Woodframes. Hab ich auch manchmal. Oh, das mal alles hier wegschlagen. Kein Fehler, das ist ein Feature. Schnee. Brauchen wir noch irgendwas aus dem Schneebiom, wenn ich einmal hier bin? Nur mal so. Nö, das wirst du da auch nicht kriegen. Honig. Honig. Ja, klar. Das sind ein Haufen Baumstämme normalerweise. Ja, das stimmt. Jetzt nehmen wir mal welche. So, 3-4 Honig wären nicht schlecht, nicht? In die, wie ich bisher reingeschaut habe, war aber nichts wirklich zu holen. Okay. Da war ich das schon. Naja, guck ich mal die Baumstämme durch. Wenn so eine Bestellung aufkriege. Eigentlich will ich die behalten, weil später hilft die mir mehr. Ah, können wir mal erstmal mithaben. Oh, nicht gefunden. Yeah. Ah, ich habe sogar schon zwei drin gehabt, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Cool. Ich habe insgesamt jetzt 4. Das ist gut. Halt, Vogelnest! Vogelnest! Schadet auch nicht. Kann man haben. Auf jeden Fall nicht.
13 Feder nehme ich mit. Warte mal, hier kam ich doch her. Ja, hier kam ich her, hier war ich schon. Hier war ich schon, das Schwein sagt mir was. Aha. Ich bin markiert. So, dann fahren wir mal in die Richtung. Ich glaube, hier hinten. Diese ja noch was. So, hier führt sogar ein kleiner Weg lang. Okay. Na komm, hoch mit dir. Prozent Sprit, ich glaube so ganz langsam sollte ich mal langsam nach Hause. Sieht nicht so aus, als würde ich noch mehr rausholen können. Doch, wenn dich nach unten buddelt. Sollen wir dann jetzt gleich die nach unten buddeln, dann findest du noch mehr. Die Trichterrampe angehen oder erst einmal. Klar! Mach das Ding fertig, oder so gut wie fertig. So weit wie es geht. Ja, ja, eben. Im Endeffekt so weit wie es geht. So, ich brauche nämlich jetzt hier erstmal Orientierung, wo ich hier überhaupt rauskomme. Ich sehe nämlich nichts. Die Zeit spielt schon. Oh, ich bin gleich draußen. Ich. Mist, verdammt, wenn ich verpasse es. Ja, ein Lichtblick. Ja, gleich wieder zurück. Ich sehe Gras. Hallo. Dann fahr ich mal hier lang. Hinten war ich glaube ich auch noch nicht in der Gegend. Unwahrscheinlich, überall kann es ja nicht gewesen sein. Ah, ich glaube ich drehe jetzt aber. Guck gerade mal, wo war ich? Ich habe nämlich nicht mehr allzu viel Sprit. Ah, das führt uns in die eine Stadt zurück. Aber ich werde trotzdem mal hier lang fahren. Ich fahre einfach mal lang, guck mal, wo ich da hinkomme. Oh, Jesus Maria, habe ich mich wieder erschrocken. Oh, 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 nee, 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 das Biom gefällt mir nicht. Oh, selbst auf, hier kommen wir raus, das ist immer interessant. Selbst auf dem Moped gefällt mir das nicht, ich drehe zurück. Oh, ich mache mich mal zurück. Oh, ich würde sagen, ich fahre nach Hause und Dreierhöhen. Ich wollte gerade sagen, was ist doch hier? Da seht ihr, Action zu Hause. Ich komme zurück. Ich würde sagen, ich komme erstmal zurückgefahren und die Zuschauer, ja, ich würde sagen, wir machen mal hier im Folgenende. Ein kleines bisschen was rausgeholt haben wir ja. Wo ist die? Und dann kann ich euch ja mal zu Hause, wenn ich zurück bin, einmal zeigen, was die Jungs da so gebaut haben. Und dann probieren wir das aus. Ich denke mal, lange dauert es ja nicht mehr bis zur Horde. Vielleicht können wir bis dahin auf die Minibikes bauen und dann noch eine kleine Tour machen, sollten wir das alles fertig haben. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Haus, dass das alles fertig und sicher ist. Und dann sehen wir weiter. Also, bis dahin. Mach oh gut. Oh. Guck mal, kommst du klar da draußen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich hoffe, die laufen nicht ins Loch. Könnt ihr ruhig reinlaufen, ist auch egal. Aber sie ist noch mitten am Tag, ey. Die können wir noch locker sonst durchziehen. Irgendwie brauche ich sehr viel mehr Bolzen. Ja, sei froh, dass kein Hordentag ist. Ja. Halleluja. Jetzt müssen wir hier mal mächtig planieren.
Alter Schwede. Wir sind Berg runtergesprungen. Nee, aber hier unten ist eine riesige Stadt. Ist das die, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das... Leute, ich habe eine riesige Stadt gefunden, die kennen wir noch nicht. Okay. Was sind die? Warte mal ganz kurz in die Richtung, die man so ein bisschen aufdecken kann. Denk an deinen Sprit, ne? Ja, 33% habe ich noch. Ho, ho, ho. Boah, die ist wirklich... Also die scheint wirklich groß, aber ich finde hier keinen Abgang, wo ich hier runter kann. Weil hier geht's ganz schön steil runter. Ich muss das irgendwie so ein bisschen umfahren gerade. Geht da unten, wirst du auch noch irgendwann finden. Hauptsache, du krepierst da hinten nicht. Hm? Hauptsache, du krepierst da hinten nicht. Hab ich nicht vor, aber... Das ist schon klar. So. Weil da den Rucksack wiederholen, ey, das wird... ja... Sehr langwierig. Okay, ich fahre nur so weit in die Stadt, dass ich das... boah, das sind aber hier richtig... An dem fetten Canyons ist die Stadt, ey. Brettere da mal durch, dass ich die einfach aufgedeckt habe.